So, willkommen zurück zu Fallout 3. Es geht weiter. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Wir müssen weiter. Ich kann nur bis hierher mitkommen. Ab jetzt sind Sie auf sich allein gestellt. Wenn Sie sich wie ein Sklave verkleiden, sollten Sie die Tore problemlos passieren können. Wenn Sie einmal drin sind, suchen Sie eine Sklavin namens Medea. Sie wird Ihnen helfen können. Denken Sie dran, Ihr Ziel ist es, sich Zugang zu Escher zu verschaffen und das Heilmittel zu finden. Sobald Sie es haben, melde ich mich bei Ihnen. Escher ist quasi so der König, Herrscher von Pitt. Kann ich sicher keine Waffe mit reinschmuggeln? Naja, gut versteckt können Sie vielleicht eine kleine Knarre oder ein Messer an Ihnen vorbeischmuggeln. Ich kann das für Sie organisieren. Wenn man Sie aber damit sieht, kann ich nicht versichern, dass man Sie nicht einfach niederknallt. Wollen Sie die Knarre oder das Messer? Ich nehme die Waffe. Okay, hier. Aber erst rausholen, wenn wir das Tor passiert haben. Ist klar, was zu tun ist? Jupp. Yep. Genau. Viel Glück. Wir zählen auf Sie. Na dann, Kleidung, zerfetztes Sklavenoutfit. Yay. Ich werde meine Ausrüstung natürlich irgendwann wiederbekommen, ist ja klar. Was mir halt sehr gefällt an The Pit ist, dass, ja, man ausnahmsweise mal im Grunde genommen nicht so wirklich die Welt in Schwarz und Weiß hat. Oh, da seid ihr. Ach ja, Bloody Mess. Eine super Fertigkeit. Natürlich nicht sehr realistisch und es regen sich auch immer wieder Leute drüber auf. Von wegen, die wäre übertrieben. Aber das ist Absicht. Bisschen übertriebene Gewalt hat noch keinem geschadet. Die Leute, die denken, Gewalt in Videospielen macht mich aggressiv, würde ich am liebsten abknallen. So, da ist die Brücke, da müssen wir rüber. Ach stimmt, ich löse ja Miden gar nicht mehr aus. Ich habe ja das Perk gewählt. Oh, Framerate. Sagt hallo. Hier möchte wohl jedenfalls irgendjemand nicht, dass diese Brücke unbeschadet überquert werden kann. Und das Perk, was ich halt habe, ist es auch recht unangenehm, hier rüber zu kommen. Strahlt es dann nochmal wieder? Natürlich strahlt es. Wer schießt auf mich? Ich sagte, wer schießt auf mich? Na gut, ich schlürf mal vorbei. Nein, ich schlürf mal Stimpex. Da oben. So. Komme ich denn da irgendwie hoch?
Ich kann mein Heckenschützengewehr reparieren. Jetzt haben wir wieder Zeit. Oh, Level Up. Yay. Falschen. Ja, falschen, warum eigentlich nicht? So, und was haben wir denn hier? Fast perfekt, erfordert nur Level 30. Okay, für viele von denen Dingern hier brauche ich erhöhte Werte, die ich halt nicht habe. Karma habe ich schon auf sehr gut. Ninja brauche ich nicht, Lähmende Hand brauche ich nicht. Das benutze ich ebenfalls nicht. Das benutze ich auch nicht. Äh, 30 weitere Trefferpunkte. Ich brauche nur 6 Ausdauer, die ich nicht habe. Na gut. Ne. Na, Meisterhändler, nehmen wir doch einfach das. Bessere Preise bei Händlern sind immer gut. So. Gib nicht auf! Ich weiß gar nicht, ob ich deren Leben hätte retten können, wenn ich die Minen entschärft hätte, aber... Vielleicht, ja, vielleicht nein. Ich weiß nicht. Aber hier will ich hin, glaube ich, irgendwie. Hallo, Person da oben. Hey. So. Stehen bleiben. Da kommt doch glatt noch ein Sklave nach Hause gekrochen. Hast's nicht mal über die Brücke geschafft, was? Würde ich am liebsten platt machen. Warum sollte ich... Warte! Was zum... Sieh mal einer an! Wo hast du denn den ganzen Krempel her? Egal, gehört jetzt mir. Danke, Hiwi. Hab heute scheinbar das Große losgezogen. Also rein mit dir und zurück an die Arbeit! Das nächste Mal wirst du den Trox da draußen als Spieß serviert. Wunderbar. Hier in der Truhe ist, glaube ich, übrigens unser Zeug, aber wir haben keinen Schlüssel. Also, bleibt uns wohl nichts übrig, als nach Downtown zu gehen. Also, wir haben jetzt nur eine Waffe, eine 32er Pistole und Aufgaben nach Pit. Okay, wir wissen nicht genau, was wir hier tun sollen. Hey Typ, na, mit den Wachen will ich nicht reden, die sind böse. Nola! Ach herrje, ganz schön lediert, was? Kann ich irgendwie helfen? Ja, warum nicht? Okay, dann wollen wir uns mal sputen, damit die Bosse keinen Wind bekommen. Das ist der örtliche Arzt. Hier kann ich mich, glaube ich, sogar gratis heilen lassen. Ach herrje. Ich schaff Wenn das Sie schon. Wenn Sie meinen, aber Vorsicht da draußen. Lediert bringen Sie uns nichts. Okay, ich suche eigentlich jemanden, der mir sagen kann, wo diese komische Sklavin ist, zu der ich will. Ich glaube, dafür bräuchte ich jemanden... Ich kann jetzt nicht reden. Bla bla bla. Dafür bräuchte ich dann Leute, die einen tatsächlichen Namen haben. Das hier ist offensichtlich ein Sklavenmeister oder eine Wache oder sonst was. Hey, du da. Du hast doch einen Namen, oder?
Ja, warum so ängstlich? Eden. Hallo, willkommen in unserer Familie. Yay, das sind alles Sklaven, keine Familienangehörigen. Wir sind, was wir sein wollen. Ich hatte einmal ein Buch gefunden, drüben in der Bibliothek. Midea las mir einen Teil daraus vor. Darin stand, ein guter Reisender hat weder einen festen Plan, noch die Absicht anzukommen. Du bist hier also zufrieden? Ich will frei sein, bin es aber nicht. Und je mehr ich an dieser Idee festhalte, desto mieser geht's mir, weil ich hier festsitze. Diese Arbeit ist schon ohne zusätzliches Elend hart genug, also mache ich mal besser weiter. Irgendwann wird alles vorbei sein. Okay. Da bin ich mir sicher. Der kann mir also auch nichts Genaueres sagen. Ich weiß halt nicht mehr, wo man diese Frau findet, mit der wir uns hier treffen sollen. Vielleicht hier hinten irgendwo lang. Ah ja, Pit Raider. Midea. Werner hat sie geschickt, nicht wahr? Gut. Er hat also endlich jemanden gefunden. Wir dürfen nicht so offen miteinander reden. Kommen Sie so bald wie möglich in mein Haus. Dort werden wir uns dann unterhalten. Okay. Anthony ist krank. Ich bin hier, um für ihn anzuspringen. Pech gehabt. Wieder ab nach unten, wo du hingehörst. Ja, was gibt? Aber ich bin doch gerade bei der Arbeit. Wohl neu hier, was? Ich serviere den Saufraß den anderen Sklaven. Falls Sie Hunger haben, sagen Sie Bescheid. Gut ist, dass es von dem Schund hier reichlich gibt. Ist aber größtenteils verstrahltes Wasser und Trockfleisch. Wollen Sie nun was oder nicht? Nein, danke. Das ist wahrscheinlich das Beste. Mir geht's ganz gut. Verseuchtes Wasser brauche ich dann aktuell doch nicht. Ah, ich hätte mir vorhin noch Red Axe einwerfen sollen. Sehen Sie mich nicht an, sonst werden die... Oder Red Away, damit ich meine Strahlung loswerde. Aber das passt schon. Ich sollte immer noch bei... Wie geht's der Strahlenkrankheit? 167, das passt schon. So, kommt die Frau jetzt? Oh hey. Das ist kein Diebstahl. Das Diebstahl wäre, wären die Sachen rot angezeigt. Ich darf hier also nehmen, Seien was Sie ich Sie immer will. Auf der Hut. Die können jede Sekunde hier hereinplatzen. Gut, wir können jetzt reden, aber nicht zu lange. Die haben Sie hier reingehen sehen. Und wenn Sie zu lange bleiben, werden Sie kommen und Sie suchen. Ich habe einen Plan, um Sie in Ashers Palast zu bringen. Aber wir müssen warten. In der Zwischenzeit müssen Sie sich unauffällig unters Volk mischen. Okay. Einen Schritt zurück, bitte. Was geht hier ab? Keine Ahnung, was Sie auf Ihrem Weg nach drinnen gesehen haben. Aber die Wachen reagieren gewöhnlich nicht sehr freundlich, wenn man untätig rumsteht. Sie müssen schon so tun, als ob Sie arbeiten. Oder man wird Sie schnell auf dem Kieker haben und herausfinden, dass Sie nicht von hier sind. Ja, das ist mir aber eigentlich relativ. Was es auch sein mag, ich werde es schon schaffen. Also, worum geht es denn? Draußen vor dem Stahlwerk liegen ein paar alte Stahlbarren herum. Und an und wann erteilt der Vorarbeiter den Auftrag, sie einzusammeln. Es ist praktisch ein Todesurteil, das Sie aber nie selbst aussprechen. Nein, die Wahl, wer nach draußen gehen soll, überlassen diese Schweine uns. Ja, es wimmelt von Supermutanten, ne? Was in Gottes Namen ist ein Supermutant? Wissen Sie was? Sie liegen auf jeden Fall falsch. Die Viecher, die hier überall herumlungern, sind Trogs. Ach, gleicher Unterschied. Was ist denn das, eine Fischart? Sie sind entweder ein Idiot oder ein Schlaumeier. Aber in keinem Fall halte ich das für lustig. Die sind genau das, was die meisten von uns nie zu werden hoffen. Aber die Verseuchung erwischt jeden. Die meisten haben mit einer Art Krebs zu kämpfen. Manchmal harmlos, manchmal nicht. Andere werden durch die Verseuchung in den Wahnsinn getrieben. Wenn's nicht tödlich ist, verändert es einen. Sie werden zu Tieren. Entstellt und entmenscht. Grässlich. Sie sind überall und töten alles. Okay, wo kann ich denn Waffen bekommen? Da kann ich nicht weiterhelfen. Ich würde mich mal umhören. Vielleicht hat Marco im Walzwerk was. Er hat aus einigen unserer Werkzeuge Waffen gefertigt. Vielleicht hatten die toten Bosse draußen auf dem Werkshof ja Waffen bei sich. Sie... Was war das? Was geht hier drinnen vor, Midea? Wer ist dieser Hiwi? Nichts. Nichts ist...
Sir, ich habe diesem neuen Arbeiter lediglich von der Arbeit erzählt, die der Vorarbeiter angeboten hat. Ach ja? Dann wird also er zum Werkshof hinausgehen, was? Ja, Sir. Ich sagte ihm, was er wissen muss. Er weiß Bescheid. 10 Barren. So schnell wie möglich. Na schön, ich hoffe, du hast dich auch verabschiedet. Gut, die Show ist zu Ende. An die Arbeit, ihr Coolies. Hier drinnen stinkt es immer so. Daran gewöhnt man sich aber. Okay. Los, weiter, Faulenzer. Ich fürchte, schießen kann ich ihn gar nicht. Machen wir mal die Waffe weg. So. Dann mal sehen. Optional könnte ich mir von Marco eine Waffe besorgen. Werde ich jetzt zu diesem optionalen Ziel auch hingeführt? Ich meine, theoretisch habe ich ja auch noch eine Waffe, so ist es nicht. Nur 2 Waffen sind besser als eine. Hier komme ich doch nicht vorbei, oder? Ja. Und ich habe halt nur sehr wenig Munition, weil so viel Platz war halt nicht in meinem geheimen Aufbewahrungsort in der Naturtasche. Plana. Leg einen Zahn zu, Püppchen. Es gibt jede Menge zu tun. So spiel ich. Na, ich spiele doch einen männlichen Charakter. Oder? Doch, ja. Warum auch immer ich dann Püppchen genannt werde. So, nee, das war der Typ, der... Dann erreicht man seine Ziele ganz von sich. Unzufriedenheit hilft doch auch keinem weiter. Bladibla. Ich meine, irgendwo ist die Philosophie natürlich verständlich, dass... wenn wir uns nur darüber aufregen, dass es uns nicht weiterbringt. Aber andererseits, wenn wir immer sagen, ach ja, ist schon okay, so wie es ist, dann... ändert sich ja auch nie was, wenn der Antrieb fehlt. So, wo ist denn jetzt der Typ? Man sollte meinen, mit dem ganzen Kack, der hier sowieso in der Luft ist, würden sie wenigstens nicht auch noch rauchen. Andererseits natürlich ist die Frage, ob es dann wirklich noch einen großen Unterschied macht. Sie führen doch was im Schilde. Mit wem wollte ich noch gleich optional reden? Spür ich ganz genau, immer ihr da Verrücktes auseckt. Ich will nichts damit zu tun haben, klar? Marco. Okay. Ist Marco hier drin? Das ist die Frage. Wohl nichts zu tun, Ivy! Das ist nicht Marco. Wo ist Marco? Eine zweite Waffe wäre doch sehr angenehm. Tut weh. Bitte. Ich brauche Hilfe. Oh. Na, ich behandle seine Verletzung. Ich glaube, ihn umbringen wäre jetzt nicht ganz so. Ich weiß auch nicht. Oh. Was will er? Tolle Idee, diesen Gipskopf wieder zusammenzuflicken. Er hat mindestens noch eine Woche, bis er vor Erschöpfung tot zusammenbricht. Was immer auch passiert ist, ich war's nicht. Er hätte mir ja sagen können, also ich meine, wenn er mir gesagt hätte, warum... nein, was los ist und so. Also ich meine, wenn er gesagt hätte, bring mich um, dann hätte ich es ja gemacht. Aber hat er ja nicht. Er lag ja nur da und war am Wimmern und so. Und da kann ich dann ja nicht ganz so spontan entscheiden, ihn einfach umzubringen. So, aber hier ist Marco jedenfalls nicht. Wir müssen stark bleiben. Hey, nicht so laut. Die Bosse dürfen auf keinen Fall mitbekommen, was ich hier mache. Was ist deine Aufgabe? Ich baue Waffen. Und davon jede Menge. Es tut sich was. Und zwar bald. Ich sammle den Schrott, den wir im Hof finden. Und bastle daraus mit unseren Werkzeugen Waffen, mit denen wir gegen die Bosse kämpfen können. Okay, ich brauche eine Waffe. Ja, Medea hat mir schon von ihnen erzählt. Werner hat sie geschickt, stimmt's? Ich kann ihnen helfen. Hier, die ist für Sie. Eine automatische Axt. Schön, nicht? Ich baue sie aus alten Autoteilen, die mir die Sucher aus der Stadt mitbringen.
Sehen Sie zu, dass sie gute Anwendung findet. Aber Vorsicht vor den Bossen. Eine falsche Bewegung und sie sind erledigt. Ja, das passt schon. Meine alternative Waffe ist also jetzt einfach eine Nahkampfwaffe, eine Gegenstände, Waffen, automatische Axt. Die gerade unsichtbar geworden ist. Herrlich, herrlich. Daten, lokale Karte. Du da, was machst du? Was zum... Du da, was machst du? Okay, die Waffe ist immer noch unsichtbar. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Hier hoch will ich, glaube ich, genau. Hier ist The Steel Yard, also... Ach, du bist heute der Glückspilz, der für mich auf Barrenjagd gehen darf, ja? Heute bin ich dran. Schön, endlich mal ein wenig Enthusiasmus zu sehen. Na dann mal los, folge mir. Werkshofdienst, was? Wen hast du denn verärgert, dieses Todesurteil zu bekommen? Rausgehen tun wir aber erst beim nächsten Mal. Lang wirst du eh nicht gesehen bleiben. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!